habe mir zu diesem Thema fachmännischen Rat eingeholt, nämlich von einem Mann, der selber lange Zeit erfolgreich Fake-Reportagen verkauft hat, unter anderem an Spiegel TV. Michael Born, den ich jetzt in Graz erreiche. Danke, dass du mir die Zeit gibst, ein bisschen mit dir zu sprechen. Gerne. Ich habe an dich jetzt denken müssen, weil wir ja aktuell diese Geschichte mit dem Spiegel und dem Klaas Relotius haben, der ja an den Spiegel auch gefakte Reportagen verkauft hat. Er hat sogar Preise teilweise bekommen für seine Reportagen. Wie bewertest du diese Geschichte, gerade weil du auch ja eine ähnliche Vergangenheit im Grunde hast? Ja, also ich denke mal, da ist gerade also das Schlachtschiff des deutschen Journalismus versenkt. So weit würdest du gehen? Ja, so weit gehe ich. Ja klar. Ich meine, ich habe nur mit Spiegel TV gearbeitet, die waren auch nicht besser. Die, weißt du, als freier Journalist wirst du schnell in eine Situation gedrängt, aus der du nicht mehr rauskommst. Von dir werden Sachen verlangt, die auf dem Reißbrett entstehen. Die Leute waren ja selbst noch nie draußen. Mhm. Viele der festangestellten Redakteure haben nie draußen gearbeitet. Und da wird am Reißbrett werden da Beiträge zurechtgeschustert, die du dann erfüllen musst, wie das bei mir auch war. Genau, also du hast damals ein paar Geschichten gemacht, zum Beispiel einen Beitrag für Stern TV, wo es um die angebliche Verbindung des amerikanischen Kuckucksklan mit deutschen Rechtsextremisten ging. Oder, oder einen Beitrag über die kurdische Arbeiterpartei PKK, wo es auch angebliches Treffen gegeben hat, was so gar nicht stimmte. Oder der Jäger, der skrupellos Katzen abgeknallt hat, den du angeblich begleitet hast bei seiner Arbeit. Das waren ja alles so Geschichten. Also willst du damit sagen, wie kamen die denn zustande, diese Geschichten? Hast du das Thema vorgeschlagen und die haben gesagt, ja, mach das bitte? Oder wie läuft also, das? Fangen wir beim ersten an. Ja. Kruz Clan. Ja. Mein Auftrag war, die Beziehung der US-Nazis mit deutschen Nazi-Gruppen und rechtsextremen Gruppen nachzuweisen. Das war uns, wenn du den Film kennst, ja auch gelungen. Und dann kam eine Nachforderung und die Nachforderung hieß ganz einfach, da ist jetzt Ku Klux Klan und wo sind hier in Deutschland die Kutten? Und ich habe gesagt, in Deutschland brauchen die keine Kutten. Die können hier so agieren. Und nee, da müssen Kutten her. Und dann wurde der ehemalige Pressesprecher, der damalige von Stern TV, Thomas Britzel, der auch in der eidesstattlichen Erklärung zur Vorlage bei Gericht nachgeschoben hat, dann wurde mir gesagt, wenn du keine Kutten kriegst, dann näh einfach welche. Ja, das habe ich dann gemacht. Da hat natürlich vor Gericht niemand zugestanden, klar. Ja, natürlich wäre es denn von dir klug gewesen, irgendwas Schriftliches zu haben, ne? Im Nachhinein. Du kriegst nichts Schriftliches. Mhm. Das ist nicht üblich in der Szene. Das war im Prinzip, mein Urteil war ein Freibrief, für die Sender zu fälschen. Weil der Betrug am Zuschauer ist nicht strafbar. Ja, das fand ich auch interessant, dass der Richter das im Grunde auch so gesagt hat dann, ne? Nach dem Motto, es gibt ja kein Recht auf Authentizität sozusagen. Ja, der Betrug am Zuschauer ist nicht strafbar. Und ja. Ich habe gedacht, nach meinem Urteil, na jetzt ändern die da irgendwas dran, aber da ist nichts passiert. Mhm. Ja, wie sollte... Dieser Klaas wird nicht vor Gericht stehen. Ja gut, die Frage ist, wie man das rechtlich regeln könnte. Sollte man tatsächlich ins Gesetz schreiben, jeder journalistische Bericht muss der Wahrheit entsprechen? Oder wie sollte man das machen? Ja, ich denke, das wäre das Fairste gegenüber dem Zuschauer. Ja. Okay. Das ist auch der Grund, ich habe das Urteil damals akzeptiert und ich bin zu Recht bestraft worden, weil ich mich schuldig fühle für den Betrug am Zuschauer, aber unschuldig für den Betrug am Sender. Eine andere Geschichte war, wie gesagt, der Jäger, der die Katzen abknallt. Wie kam es zu der Story? Wir hatten den Auftrag, Schädling Katze in Australien zu machen.
Das war Stern-TV. Ich bin nach Australien rübergeflogen, weil so Australien-Aufträge, die gingen immer an mich. So durch meine persönlichen Dinge. Ich habe den 1A erfüllt. Das basierte auf dem Titelbild von der Stern-Ausgabe im gleichen Jahr, wo eine Katze alles in sich reinschlingt und Schäfling Katze Australien. So, und ich bin nach Australien rübergeflogen und wenn du den Film kennst, alle australischen Bilder sind authentisch und ich komme zurück und dann heißt es in der Redaktion, ja, Michael, jetzt brauchen wir einen deutschen Bezug. Ich sag, wie einen deutschen Bezug? Dann sagt man mir, ja, Michael, wir brauchen halt eben, ich sag, okay, machen wir. Ich gehe zum Jagdverband. In Deutschland werden jedes Jahr 200.000 Katzen rund im Wald geschossen. Die wildern, verwilderte Katzen. Nee, hieß es dann, wir brauchen eine deutsche Katze, die ein deutscher Jäger in einem deutschen Wald beim Jagen sieht und die dann erschießt. Ich sag, okay, Katzen sind Nacht- und Dämmerungsjäger. Wenn ich da mit 2000 Watt Licht nachts durch die Gegend renne, dann zeigt sich da keine Katze. Nee, wir brauchen das. Und dann wirst du unter Druck gesetzt. Wenn du das Geld nicht hast, um weiterzumachen, und sie sagen, nee, das muss aber jetzt sein, sonst zahlen wir das andere auch nicht. Ja, dann kommst du ganz leicht in die Versuchung zu stellen, Szenen einfach zu stellen. Und so ist das passiert. Ja, soweit ich gelesen habe, hat die Redaktion zumindest damals gesagt, irgendwie sieht der Bart des Jägers nicht echt aus. Aber trotzdem haben sie dann nicht weiter nachrecherchiert. Stimmt das, oder? Es wird überhaupt nicht nachrecherchiert. Okay. Den hätte ich auch die Marslandung verkauft. Okay. Das ist kein Witz. Das war ja auch schon in Arbeit. Ja, aber gerade, gut, wie es bei Stern-TV war, weiß ich nicht, aber beim Spiegel, da gibt es doch auch eine riesige Schlussredaktion eigentlich. Wie kann das denn sein, dass bei denen über solche Storys wie von dem Relotius dann einfach so durchrutschen? Das rutscht durch, weil man gar nicht interessiert daran ist. Pass auf, die sind daran interessiert, dass eine Story, was ja jetzt im Printbereich noch einfacher ist als bei uns, eine Story muss stimmig sein. Ob sie stimmt, ist eine andere Geschichte. Ja. Schön. Das ist eine Aussage von Jauch in meinem Prozess gewesen, dass er gesagt hat, ich habe nicht darauf geguckt, ob Geschichte stimmt, sondern nur, ob sie stimmig ist. Okay. Hätte denn ihm irgendwas auffallen müssen oder anderen in der Redaktion? Also waren deine Filme tatsächlich stimmig oder hast du im Grunde auf eine sehr billige Art und Weise fälschen können? Ja, also das war, wenn du dir den Jägerfilm anguckst, das war also schon arg billig. Das war schon arg billig. Es war vollkommen uninteressant. Schau dir die Ku Klux Klan-Hüte an. Falschrum aufgeklebte Hakenkreuze. Das ist Hanebüchen. Eigentlich war das ein schlechteres Volkstheater von Heide Pusemockel. Massengeschmack TV. Gleich anmelden und 14 Tage kostenlos testen.